sich und das heißt, das nächste Spiel ist ein Matchball-Spiel. Und zwar für Stefan und so heißt es. Wer ist das? So, setzt euch beide ganz kurz mal hin. Andreas, absoluter Wahnsinn. Hast du schon mit Mini-Tischtennis gespielt? Nee. Na, aktiv nicht, nee. Nur so zur Freizeit. Das ist schon Jahre, Jahre her. Aber ihr habt, also es war wirklich beeindruckend. Diese Ball wechselt immer länger. Man muss sie auf die Größe einstellen. Und man kann irgendwie, wenn man so ein paar Tricks drauf hat, wie ich kann ja auf einer großen Platte auch so ein bisschen schneiden, aber da ist auf so einer kleinen Platte, das geht nicht, das kann man vergessen. Deshalb muss man einfach immer nur versuchen, möglichst sicher immer wieder zurückzugeben und den aber Gegner die Fehler beide Sätze, müsst ihr euch mal überlegen, beide erste Sätze, da hast du ein sensationelles Comeback gefeiert, den für dich entschieden beim zweiten, dann du, beim dritten war es leider am Ende, da hast du, warst du wieder auf dem richtigen Weg. Naja. Ja, man darf halt nicht bei dem 10-6, oder wie stand es da, oder 10-5 sogar. Ja. 10-5, ne? Da muss man sich halt dann wirklich zusammennehmen, da darf man es halt nicht aufgeben. Das ist echt... Ja, und das hat Andreas super gemacht. Da darf man auch nicht sagen, so, ich versuche jetzt mal einen, sondern man muss sich wirklich diszipliniert einfach an seine eigene Regeln halt immer nur zurückgeben, der macht schon die Fehler. Und genauso wie beim Minitischtennis heißt Matchball nicht, dass Stefan jetzt gewonnen hat. Du kannst es noch umdrehen und wir spielen jetzt Wer ist das? Die Regeln lauten folgendermaßen, ich zeige euch ein Foto und ihr sagt mir bitte, wer das ist. Dafür brauche ich immer den Vor- und auch den Nachnamen. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Ist die richtig, gibt es einen Punkt. Ist die falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Und dieses Bild, das ihr gerade gesehen habt, ist aus dem Spiel. Wer als erster 7 Punkte hat, gewinnt Spiel Nummer 13. Stefan würde dann die komplette Show gewinnen. Oder Andreas feiert ein Comeback und steuert weiterhin auf die 1 Million Euro zu. Wir schauen, was passiert. Es gibt kein Beispiel. Wir legen direkt heiß los. Wir zeigen euch ein Foto und ich möchte gerne wissen, wer ist... Wie viele Punkte braucht man? Ihr braucht 7 Punkte. Wer ist das? Andreas. Dagmar Frederik. Dagmar Frederik. Und wir sagen dir, wer es ist. Es ist... Oh, Scheiße. Carmen Nebel. Moderatorin. Ist das blöd? Macht doch nichts, Andreas, alles gut. Die sahen früher mal gleich. Erster Punkt für Stefan. Nochmal runterkommen. Denk an das, was du gewinnen könntest. Lieber nicht. Konzentrier dich, guck aufs Bild, drück, wenn du meinst, du weißt, wer es ist. Hier kommt das nächste und ich möchte gerne wissen, wer ist das? Hugo Chavez. Hugo Chavez. Chavez. Wir lösen das Ganze auf. Leider verstorben. Genau, der ehemalige Präsident von Venezuela. Der zweite Punkt für Stefan. Ein neues Bild und die gleiche Frage. Wer ist das? Pep Stefan, Guardiola. Du hast gesagt Pep Guardiola. Und das ist richtig. Josep Pep Guardiola. Alle kennen ihn unter Pep Guardiola. Der zukünftige Trainer von Bayern München. Der dritte Punkt für Stefan. Hier kommt ein neues Bild. Wer ist das? Andreas. Johanna Wanka. Du sagst Johanna Wanka, unsere neue Bundesbildungsministerin. Und es ist Johanna Wanka, dein erster Punkt. Drei zu eins für Stefan. 7 Punkte braucht ihr zum Gewinnen des Spiels. Hier kommt ein Bild. Wer ist das? Warren Stefan. Buffett. Warren Buffett. Drittreichster Mann der Erde. Es ist Warren Buffett. Er sieht aber hier ein bisschen aus wie Hubert Burda. Stimmt. Wenn man nicht genau hinguckt. Haben ein bisschen Ähnlichkeit. Deswegen war ich nicht genau aber sicher. Warren Buffett haben wir gesucht. 4 zu 1. Weiter geht's. Neues Bild, gleiche Frage. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Ja, Andreas, auch keine Ahnung? Ich bin mir nicht sicher. Nicht genug, um zu drücken. Gut, 3,
2, 1. Es ist Fußballer wahrscheinlich. Felix Neureuther. Ah, Felix Neureuther. Deutscher Skirennläufer. Der hat doch sonst immer einen Helm auf. Das ist bei keine den Skifahrern Punkte. Total schwierig. Die kennt man 4:1. Mit Helm. Wie Eishockeyspieler, die kennt man auch nicht, wenn sie keinen Helm anhaben. Doch, die haben ja wenig Zähne. Ja, gut. 4:1. Neues Bild. Wer ist das? Andreas? Ich weiß es. Stefan? Ja. Ja, aber wenn du es weißt, dann drück. 3, 2. Sir Simon Russell. Russell. Ja, der heißt wahrscheinlich Ruffle oder so. Das ist falsch. Der heißt, wie heißt der noch? Das ist Simon Rattle. Rattle, scheiße! Ah, ich hätte Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Zweiter Punkt für Andreas. 4:2 für Stefan. Ah, Mann. Ich war mir nicht sicher, ob das Russell stimmt. Irgendwas mit Rattle. Leder, Lebersack. Hier kommt ein neues Bild. Wer ist das? Claudel Deckert. Claudel Deckert. Dschungelcamp. Vermute ich mal. Sieht jedenfalls so ähnlich aus. Wir lösen es auf. Es ist Claudel Deckert, Dritte beim diesjährigen Dschungelcamp. Und Schauspielerin ist sie auch noch. 5:2. 2 Punkte fehlen dir noch, Stefan, um die Show heute zu gewinnen. Und dir noch 5, um das Ruder rumzureißen. Andreas, du hast Erfahrung damit, eben aus dem Tischtennis. Vielleicht gelingt dir das ja noch einmal. Es gibt ein neues Bild. Wer ist das? Vor- und Nachname. Ich weiß es. Ich weiß, was er ist, was er macht, wie er heißt. Andreas. Mohammed Morsi. Mohammed Morsi. Genau. Staatspräsident von Ägypten. Ist das richtig? Das wäre ein wichtiger Punkt. Mohammed. Und du hast recht. Also Morsi ist sicher, ja, Mohammed. Versteht? 5:3. Stefan liegt immer noch in Führung. Ich bin auf Morsi nicht gekommen. Ja. Ich hatte Morsi. 7 Punkte braucht ihr zum Sieg. Weiter geht's. Wer ist das? Dietrich Mateschitz, der Red Bull Erfinder oder Chef. Nie gesehen. Der Chef von Red Bull. Der Red Bull Chef ist das. Und wir lösen auf. Es ist Dietrich Mateschitz. Stefan, damit führst du 6:3. Das ist jetzt eventuell der Matchball. Solltest du einen 7. Punkt machen, dann gewinnst du die Show. Dann wandern weitere 500.000 Euro in den Jackpot. Und am 11. Mai spielt dann der nächste Kandidat um 1,5 Millionen Euro. Aber das heißt noch gar nichts. Andreas hat Steherqualitäten und er ist hochmotiviert. Wir schauen, was jetzt passiert. Hier kommt ein Bild und ich möchte gerne wissen, wer ist das? Andreas. Barney Stinson ist falsch. Und es ist Barney Stinson wäre es gewesen, aber wir haben gesucht Neil Patrick Harris. Damit Punkt für Stefan. Die Show ist entschieden. So, ihr beiden. Sensationell, hast du das gemacht heute Abend, Andreas. Eben gerade zu schnell gedrückt. Wow. Barney Stinson. Aber ja. Weißt du, du weißt, wie der Schauspieler heißt. Das ist Patrick Harris. Warum hast du es nicht gesagt? Ja, weil mir das eingefallen ist. Mann, ey. Barney Stinson. Aber du wolltest den Punkt nicht an Stefan geben. Der hätte es, wusstest du, wer das war? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das macht nichts. Mit der Mama. Keine Ahnung. Ich hab den noch nie gesehen. 1,5 Millionen Euro sind jetzt im Jackpot, weil dieser Mann wieder gewonnen hat. Und dieser Mann leider verloren hat. Bewerben Sie sich bei uns unter www.schlagdenraab.de. Corinna und Elton haben die 3 Koffer reingebracht. Der Gewinner oder die Gewinnerin ist auf. Es ist jetzt unten eingeblendet. Vielen Dank ans Publikum, an das Team, an einen großartigen Kandidaten. An einen Top-Mann, Stefan. Einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, vielen Dank.